Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Darf ich Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen, sodass wir das dicht gedrängte Programm langsam abrollen lassen können? Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen der Universität Bern. Sie sehen es zur Begrüßung. Mein Name ist Thomas Mürach und ich stehe hier als Vertreter der Universität Bern. Ich heiße Sie also herzlich willkommen im Von Roll Areal zu dieser IT-Beschaffungskonferenz 2019. Das ist ja eben hier eine sehr schöne, sehr interessante Universitätsanlage. Und die Universitäten, die haben ja ein großes Aufgabenspektrum. Dazu gehört eben auch der aktive Kontakt mit der Praxis und dem Praxistransfer. In diesem Sinne bieten wir immer wieder gerne diese Plattform für spannende Konferenzen, beteiligen uns auch gerne an ihrer Organisation. Dadurch wollen wir eben den Kontakt von Wissenschaft und Praxis zum gegenseitigen Nutzen fördern. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass die Wissenschaftler nicht nur in ihrem Elfenbeinturm verharren und auf der anderen Seite die Praktiker denken, dass die Wissenschaft keine Beiträge zu ihren Problemen leisten kann. Nur wenn wir bereit sind, diese jeweilige Haltung und diese Gräben zu überwinden, können wir gegenseitig davon profitieren, was natürlich Vertreter einer anwendungsorientierten Wissenschaft, wie es die Wirtschaftsinformatik ist, ohne dies schon wissen. Als Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik habe ich hier natürlich ein Heimspiel und das ganz besonders in diesem Hörsaal, in dem ich im Frühjahr erst für eine Einführungsveranstaltung des Grundstudiums ein ganzes Semester lang gelehrt habe. Und um Ihnen die Größenordnung hier anzugeben, mit denen wir es zu tun haben, es sind über 400 Studierende in dieser Einführungsveranstaltung gewesen. Und das kommt der Zahl, der jetzt hier Versammelten nicht ganz gleich, aber fast, denn zu dieser IT-Beschaffungskonferenz haben sich über 300 Teilnehmer angemeldet, etliche sehr kurzfristig, aber nichtsdestotrotz freut uns natürlich, dass Sie alle hier heute gekommen sind. 300 Leute, das ist natürlich für eine derartig spezialisierte Veranstaltung keine kleine Zahl, sondern ein beträchtlicher Erfolg. Als solchen buchen wir es auch. Wenn Sie allerdings diese beiden Zahlen miteinander vergleichen, eben die etwas über 400 Studierenden und jetzt wir oder Sie als Teilnehmer dieser Veranstaltung 300, dann sagen wir mal, Größenordnung kommt das irgendwo hin. Das heißt also, wenn Sie hier in diesen engen Stühlen Platz genommen haben, dann haben Sie einen sehr guten Eindruck von den Arbeitsbedingungen eines Professors und vom Leben von der Studierenden. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass etliche von Ihnen ein Studium absolviert haben und deswegen schon an anderer Stelle oder eben auch an dieser Stelle mit diesen Gegebenheiten vertraut sind. Sie haben allerdings, das muss ich jetzt sagen, gegenüber meinen Studierenden einen ganz großen Vorzug. Ja, und wissen Sie, welcher das ist? Ich werde die Bühne nach nur wenigen Minuten räumen und danach auch nichts mehr erzählen, hier zumindest im Plenum. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu den sonstigen Veranstaltungen. Und ich verspreche Ihnen auch ein weiteres. Ich werde Sie am Ende des Tages nicht über die Inhalte dieser Konferenz prüfen. Ja, das ist natürlich für einen normalen Durchschnittsstudierenden schon der totale Abturner, um das mal zu sagen. Das ist nämlich der Moment, wo Sie Ihre Bücher zuklappen werden und gehen. Ja, und ich hoffe trotzdem, dass Sie, nachdem ich Ihnen das hier so angekündigt habe, bleibe, dass Sie ein durchwegs interessiertes und motiviertes Publikum sein werden. Dieses Programm jedenfalls verspricht einiges. Es ist sehr interessant, es ist mit hochkarätigen Fachexperten besetzt und ich freue mich auch im Namen des Programmkomitees ganz, ganz herzlich auf diesen heutigen Tag. Diese Veranstaltung, die findet ja bereits seit etlichen Jahren statt. Ja? Und das bedeutet, wir haben auch schon kleine Traditionen gebildet. Und eine davon ist, dass wir zu Beginn des Tages aus der Politik prominente Stimmen zu Beschaffungsthemen hören werden. Und das wird auch in diesem Jahr so sein. Und ich gebe jetzt zu, dass ich für die Vorstellung der beiden Namen jetzt ein bisschen ins Schwitzen gekommen bin, und zwar aus protokollarischen Fragen. Nämlich, wen soll ich zuerst vorstellen? Exekutive versus Legislative, Bund versus Kantonen? Keine einfache Frage. Ich habe extra in Wikipedia und anderen Quellen nachgeguckt. Es gibt keine klare Aussage zu diesen Themen. Und von daher sage ich es ganz simpel, Ladies first. Ich heiße also ganz herzlich willkommen unsere Regierungsrätin, die Regierungsrätin
Landrätin des Kantons Bern, Frau Beatrice Simon. Sie ist im weiteren Sinne ja sogar die Hausherrin, darf man sagen, in diesem ganzen Komplex. Weiterhin begrüße ich den Nationalrat Dominique de Beaumont aus Freiburg oder Fribourg, nicht beides. Also man hat mir gesagt, also ich muss auch die deutsche Bezeichnung und nicht einfach nur Fribourg verwenden. Also bienvenue et merci d'être avec nous. Beide werden gleich über das neue Beschaffungsrecht sprechen. Darüber hinaus haben wir aber noch viele sehr weitere interessante Programmpunkte, die im Plenum einerseits und dann in den Fachsessions vor und nach dem Mittag vorgetragen werden. Und ich will eigentlich herausstreichen die beiden Themenschwerpunkte. Einmal Digitalisierung im Bauwesen und nachhaltige Beschaffung, die in diesem Rahmen neue Akzente setzen werden. Damit soll es aber auch von meiner Seite genug sein und ich übergebe für weitere Erläuterungen das Zepter an Matthias Stürmer, der Sie auch durch das Programm führen wird. Vielen Dank. Merci Thomas Mühlach für diese nette Einführung. Ich würde ganz kurz noch ein paar Worte sagen zum Ablauf von heute. Auch mich hat es sehr gefreut, dass heute so viele Teilnehmer wieder da sind an dieser 8. IT-Beschaffungskonferenz. Herzlich willkommen. Hier, das sind die Veranstalter des heutigen Tages, die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das Informatiksteuerungsorgan des Bundes, die Schweizer Informatikkonferenz, die Swiss ICT, CA Open und natürlich die Uni Bern selber. Wir haben aber auch viele Partner und Verbände hier bei uns und auch da vielen Dank an diese Zusammenarbeit. Nun, wie gesagt, Thomas Mühlach hat es schon angesprochen, heute Morgen drei spannende Plenumsreferate, die wir gleich dann begrüßen können. Es wird dann am Nachmittag auch wiederum zwei spannende Plenumsreferate geben zum Thema nachhaltige Beschaffung. Das ist in dem Sinn dann auch das Nachmittagsplenumsprogramm. Zuvor werden wir schauen können in den Unterlagen, was Sie sonst noch erwartet. Sie haben einerseits die Broschüre des heutigen Tages, andererseits eine Broschüre über die Weiterbildungsangebote der Uni Bern und noch eine Broschüre über IntelliProcure. Was sicher praktisch ist heute den ganzen Tag, wenn Sie diese Mobile-App installieren, sie ist in dem Sinn ein Eigengewächs von unserer Forschungsstelle. Und damit können Sie einerseits sehen, wer wann was redet, welche Kurzbiografie die Person hat. Und andererseits können Sie auch gleich die Folien schon anschauen oder auch die Räume genau identifizieren. Dass die App gibt es in den Apple und in den Android Stores, von dem her sehr praktisch. Und eben was ganz wichtig ist, wir haben sie auch programmiert, weil wir das Feedback gekriegt haben, dass das Feedback nicht mehr auf Papier sein sollte. Also dieses Mal wird das Feedback zu den einzelnen Sessions, können Sie direkt in der App, Mobile App abgeben. Das Ganze wird auf Servern der Uni Bern gespeichert, also nicht irgendwo in der bösen Cloud, sondern quasi bei uns zu Hause. Und das Ganze ist natürlich auch Open Source. Die ganze App können Sie auch als Quellcode herunterladen oder für Ihre Veranstaltungen weiterverwenden. So viel zu dieser Werbung.